Wir hatten Sommer. Das heiße Ende des Junis 43. Hinter dem Fenster von Piotrs Zimmer lag, erstarrt in der Hitze, Frankfurt. Piotr stand in einer Badehose in der Mitte des Zimmers und trocknete sich mit einem Handtuch die langen, schlanken Beine ab. Diese Freundschaft war wie ein Lächeln des Schicksals auf uns gekommen, wie ein Lottogewinn oder etwas in der Art. Philipp, das ist ein Buch wie ein Leben. Ein Buch voller Kraft, Farbe und Tempo. Und es ist auch ein Buch vom Überleben. Eines Polen jüdischer Herkunft, mitten im Krieg, mitten in Deutschland, wo er mit falschen Papieren als Fremdarbeiter lebt. So ein Buch hat Deutschland bislang kaum gekannt. Eine Schilderung des deutschen Kriegsalltags 1943 in Mainz und vor allem in Frankfurt am Main mit den Augen eines Außenseiters, der Glanz, Elend und Absurditäten des Kriegslebens an der Heimatfront scharf seziert. Was gibt es nicht an saftigen Episoden in seinem Buch? Ein Großempfang mit Nazi-Bonzen, Badefreuden am Main, kritisch beäugt von ausgemergelten Deutschen, ein Jazzkonzert im Café Schumann und Gespräche mit deutschen Landsherren. Und worüber sprechen sie? Natürlich über Frauen. Denn für Philipp, Anfang 20, geht es nicht nur ums Überleben und nicht nur darum, den Deutschen eins auszuwischen, sondern immer wieder auch um Frauen. Ihr seid ja alle übergeschnappt. Was für ein Leben ihr führt. Manchmal, wenn ich euch so sehe, frage ich mich, ob die Nazis nicht recht haben. Jedenfalls hätte ich nichts dagegen, wenn man alle ausländischen Kellner öffentlich erhängen würde. Ich werde sowas von wütend, wenn ich sehe, wie gut es euch geht. Du übertreibst, sagte ich. Nicht alle Deutschen verhungern. Und nicht alle Ausländer trinken Moselwein. Wir aus dem Parkhotel sind ganz anders. Als Übersetzer muss ich sagen, ein anspruchsvolles Buch mit stetem Wechsel zwischen umgangssprachlichen Dialogen und teils hochgestochenen, wasserfallartig aufs Papier gebrachten Erzählpassagen. Und alles in allem ein Buch, das rauschhaft glücklich machen kann, aber auch nachdenklich. Denn Philipps Schelmengeschichte, seine Überlebensgeschichte, die viele Gemeinsamkeiten mit der Überlebensgeschichte des Autors hat, das ist eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme in einer Zeit des Mordens, Tötens und Sterbens. Warum das Buch erst jetzt, 60 Jahre nach der polnischen Erstausgabe, auf Deutsch erscheint, bleibt ein Rätsel. Aber es ist nie zu spät, um ein großartiges Werk zu entdecken.